Ja, einen wunderschönen und nicht verregneten Tag wünsche ich euch da draußen, meine werten Zuschauer. Willkommen zurück zu Skyrim. Es ist so eine unglaublich schöne und traumhafte Welt. Wir werden uns hier Session für Session durchbewegen, durch dieses wunderschöne Game. Und wo ist denn jetzt wieder mein Begleiter? Was ist denn los hier? Aha. Also ich sehe schon, die Begleiter sind nicht unbedingt die hellsten Köpfe, was die Wegfindung angeht. Definitiv anscheinend nicht. Kannst du hier rüberkommen? Ja, kannst du. Dann komm doch mal hier entlang. Führe und folge dem Elf. Ne, da kriegt er irgendwie nicht hin, ne? Das kann auch daran liegen, dass das hier leider wieder eine Modifikation ist. Ich gebe es ehrlich zu. Ich habe um den Realismusgrad, ich habe ja alles so ein bisschen rustic, in dem Sinne mittelalterlich gewählt, habe ich aber auch die Höfe vergrößert. Ne? Nur so nebenbei, weil ich wollte nicht, dass wir so kleine Höfchen haben. Ne? Das ernährt ja keine ganze Stadt. Das ist ja, macht ja gar keinen Sinn. Ja, dann werden wir ihn... Ach, jetzt findet er doch den Weg. Okay, keine Ahnung. Dann war es die Wache, die ihm im Weg stand. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Das ist natürlich schade. So, da haben wir es hier. Boah, es ist so riesig halt, ne? Es ist halt so riesig. Wer bist du denn? Hallo? Du musst einer von diesen Magiern sein. Aus der Akademie in Winterfeste. Ach, wie süß. Nee, eigentlich nicht. Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fehde mit der Graumähnenfamilie. Can I get her the harvest for you? Achso, wir können ihr helfen. Na dann, ne? Zurück an die Arbeit. Das ist irgendwie was Besonderes. Wer bist du? Soll ich euch mitnehmen? Eine Kutsche? Nun, ich weiß, dass die Gefährten hier beheimatet sind. Ihre Methalle, Jorvaske, ist das älteste Gebäude der Stadt. Oh, und es gibt eine schlimme Fehde zwischen zwei Familien. Den Clans der Graumähnen und der Kampfgeborenen. Seid dort lieber vorsichtig. Den Rest erzählen euch die Bewohner. Ich würde beim Wirt in der beflaggten Meere oder beim Schlossvogt beginnen. Okay, dankeschön. Ich möchte eine Kutsche mieten. Wohin soll's gehen? Oh, der bringt uns für Gold zu allen großen Städten. Och, das ist sehr gut. Nee, erstmal schon gut, ne? In Ordnung. Das werden wir ja, das möchten wir ja gerne selbst, möchten wir das hier machen. Die Stelle von Weißlauf entdeckt. Oh, Pferde. Dürfen wir reiten? Stehlen? Oh mein Gott, ich darf ein Pferd stehlen. Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Da glaube ich dir sofort. Ein Kerl wie ihr braucht bestimmt ein Schlachtross. Ja, wie alt sind denn eure Pferde? Keines von ihnen ist älter als 9. Und das jüngste ist 6. Das ist ein gutes Alter. Das Pferd, das ich im Angebot habe, ist 7 Jahre alt, aber in guter Verfassung. Und es hat viel Temperament. Das klingt doch Wir ganz gut. Wir haben ihr den Namen Königin Alfsigre gegeben, oder kurz Ali. Ihr könnt sie aber nennen, wie ihr wollt, sobald sie euch gehört. Um wie teuer soll so ein Pferd sein? Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Da bin ich ja mal gespannt, wie teuer so ein Pferd ist. Hier ist mein Angebot, 1000 Goldstücke. Ja, dann haben wir zwar ein Pferd, aber sonst nichts mehr, ne? Ja, wenn ich es mir recht überlege, gehe ich lieber. Wie ihr meint? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir so ein Pferd kaufen, was ist mit den Begleitern? Kommen die da überhaupt hinterher? Das ist das, was ich mich frage, ne? Aber ansonsten, ein schickes Ross sieht doch gut aus. Dafür brauche ich auch noch eine Mod. Ich liebe ja Pferde, ne? Es ist so schöne Tiere. Achso, hier müssen wir wieder knacken, ne? Der wohnt da. So, und hier ist der Eingang von Weißlauf, ja? Unsere erste große Stadt. Ja, wir müssen uns ja mit dem Jarl unterhalten, deswegen machen wir direkt.
Ich möchte auch gerne mit euch ein bisschen vorankommen und in der Zwischenzeit können wir uns hier in aller Ruhe umgucken. Es ist ja gar kein Thema. Das sieht halt so schön aus, obwohl es regnet. Das ist halt unglaublich. Ja, gib mir ruhig alle Pilze. Wir machen Alchemie. Aber sowas von. So, gibt es hier auch Abkürzungen hinein? Oder wie sehe ich das hier? Findet unser Begleiter keinen Weg, ne? Pass mal auf. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Das sieht aber jetzt nicht so gut hier aus. Nee, ich möchte lieber raus hier. Ich weiß nicht. Ach, Hängemoos. Ah. Jawohl, Hängemoos. Ganz viele Pilze, Hängemoos. Endlich mal was in der Luft schwebt hier. Alles mitnehmen, gehört alles uns. Und hier dürfen wir nicht rein, ne? Hängemoos? Nee. Wie Sie sehen Sie nichts. Ja. Aber sehr, sehr cool. Echt nett gemacht, fantastische Welt. Und wahrscheinlich wird es in jeder Ecke irgendwas zu holen geben. So dass ich, ja, schlimmer wie in Gothic wahrscheinlich, mich umgucke. Aber Tränke müssen wir auf jeden Fall nachher mal brauen, ne? Also, wenn wir halt genug Reagenzien haben. Aber ich sehe schon, da kommt einiges zusammen. Einen Sack durchsuchen. Halt! Oh! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Ja, Moment mal. Ich habe eine Nachricht von Helgen über den Drachenangriff. Stimmt das hier euch vielleicht um? Goldstücke, tretet beiseite sonst. Nee, hör mal hier. Flusswald, brauch Hilfe. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Okay, super. Wir haben Zugang zu der Stadt bekommen. Ist ja fantastisch. Ach, was sieht das doch gut aus. Das ist doch Wahnsinn. Dürfen wir auch über die ganzen Berge drüber? Ist das wirklich so riesig mega Open World? Ich gehe jetzt mal stark davon aus, ne? Vielleicht habe ich auch zu hohe Ansprüche, ne? Wir dürfen nicht vergessen, das Spiel hat ja ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber das, was ich gehört habe, ist mit nur Banditen komme ich gut zurecht. Gutes. Aber Drachen? Die Welt ist verrückt geworden. Finde ich auch. Dann gehen wir mal rein nach Weißlauf. Ach ja, stimmt, wir haben doch den Stufenaufstieg. Warum sagt denn keiner was? Es gibt halt so viele Sachen, ich bin total geblendet. Weißlauf entdeckt. Was kann ich für meinen Nordzaran jeden Preis? Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Oh. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Okay. Eine Schmiedin. Ach, Hallöchen immer. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Arbeitet ihr den ganzen Tag an der Schmiede? Ja, das tue ich. Muss ich auch, wenn ich eines Tages so gut wie Eol und Graumähne sein will. Ich habe sogar gerade mein bestes Stück fertiggestellt. Es ist ein Schwert. Ich habe es für den Jarl hergestellt, für Balgruuf den Älteren. Es ist eine Überraschung und ich weiß nicht mal, ob er es annehmen wird, aber könntet ihr das Schwert zu meinem Vater Proventus Aveniki bringen? Er ist der Vogt des Jarl. Er weiß, wann der richtige Moment ist, es ihm zu geben. Ach so, okay. Klar. Danke. Einfach so jemandem Fremden ein Schwert geben, ne? Jetzt haben wir Balgrufs Zweihänder bekommen. Was könnt ihr mir über Weißlauf erzählen? Eine Menge. Oh je. Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut. Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat. Die Stadt wird vom Jarl oben in der Drachenfeste regiert. Das ist die Festung dort oben auf dem hohen Hügel. Aber wahrscheinlich interessiert ihr euch mehr für Jorvaska, die Methalle der Gefährten. Ihre ruhmreichen Taten sind legendär. Apropos wegen Jorvaska, ich habe mich schon erkundigt und weiß, dass es wohl Gilden gibt, denen man sich anschließen kann. Und diese
Gilde, oder ich sag mal, das nette Fräulein, was wir ja kennengelernt haben, war wohl irgendwie eine davon. Was habt ihr denn zu verkaufen? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, alles klingt immer gut, ne? Gucken wir mal eben drüber. Boah, meine Güte, was habt ihr eine Menge Erz und vor allen Dingen Eisenpfeile. Ja, gesegnete Eisenkriegsaxt, untote Fliehen, gesegnete Eisendolch, Spitzhacke, Stahlbarren, Stahlsachen. Auf jeden Fall alles so, was das Herz begehrt, ne? Und Dietriche. Dietriche sind immer wichtig. Können wir dir eigentlich noch was verkaufen? Wir haben doch hier doch wieder ein bisschen, ne? Wie viel Geld hast du denn? Oh, die hat 1100. Oh, das klingt nicht schlecht. Auf jeden Fall den Jagdbogen. Die drei Stahldolche. Stahlpfeile können wir gerne behalten. Ne? Pfeile brauchen wir so oder so. Und das Gewicht ist ja eh null. Können wir unendlich tragen, was ich sehr gut finde. Das kaiserliche Schwert. Sollen wir eins aufheben? Ja, ne? So, was haben wir denn jetzt? Die beschlagene Rüstung. Ist halt eine leichte Rüstung, ne? Ich denke mal, wir werden davon welche aufheben. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir auch ein Set leichte Rüstung tragen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Set-Boni gibt. Das wissen wir leider auch noch nicht, ne? Und Reagenzien dürften wir nicht so viele haben, dass das jetzt wichtig ist, ne? Wir bräuchten mal irgendwie was, wo wir Sachen reinschmeißen können. Dankeschön, gute Vergesst Frau. Vergesst nicht, auf drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Drinnen ist auch noch jemand. Wahrscheinlich der Ehemann, ne? Also der Gatte halt. Ach, ist das cool. Oh, eine Schmelzhütte. Ich fasse es nicht. Wie cool. Also unglaublich, ne? Es ist fantastisch. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Ja, danke. Guten Tag. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Warum? Hallo? Oh, es hat Jahre gedauert, aber ich habe mir den Platz an der Spitze verdient. Mir gehört der Eisfurchenhof. Ein sehr erfolgreiches Unternehmen, wie man sieht. Ah, ja. Er trägt die Nase ganz weit oben, ne? Okay. Wie man sieht. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten, eure gute Tat des Tages tun. Ja, sicher. Mögt ihr Pferde? Ja. Dann solltet ihr die Ställe besuchen. Sie gehören mir, wisst ihr? Und wir haben wirklich ganz vorzügliche Tiere. Sehr cool. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Ihr habt sie in Rifton noch kennengelernt. Aber es ist harte Arbeit. Nun, wir kennen unseren Platz in dieser Welt. Und auch den Platz der anderen. Ihr könnt euch glücklich schätzen, hier in der Stadt und nicht in Flusswall zu sein. Die armen Leute da haben nicht mal eine Mauer. Das ist korrekt. Wow. Oh, Entschuldigung. Wir werden hier zugepflastert mit Informationen. Das klingt schon gut. Blaue Bergblume. Violette Bergblume. Ach, hier ist ein Markt. Hm? Arbeitet ihr immer noch in der beflaggten Meere, Olfina? Was soll die Frage? Nur weil ich eine Graumähne bin, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht selbst für meinen Lebensunterhalt sorgen kann. Ich hatte nicht gemeint... Es tut mir leid, dass ich gefragt habe. Ja, man sieht schon die Fäde, ne? Selbst bei den Was Mädels. Ist denn? Könnt ihr den Anblick einer starken Nordfrau nicht ertragen? Oh, Entschuldigung. Eieieiei. Wir speichern mal, falls was schief geht. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Nee, lass mich nur rufen. Natürlich seid ihr es nicht. Also wir müssen ganz nach oben, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Das müsste das alte Gebäude sein. Aus der Gildenhalle. Benötigt ihr Vorräte? Dann sucht Beletor in seinem Laden auf. Er ist ein etwas schmieriger, kleiner Mann, aber seine Waren sind gut. Was macht das Kaiser? Helge, von einem Drachen vernichtet. Das ist kaum zu glauben, oder? Ne, kaum zu glauben. Die kaiserliche Maschinerie vollzieht den Willen der Talmor gegen das eigene Volk. Oha, das wird interessant, dieses Gespräch. Es ist ja so, es geht ja hier auch in Skyrim um die alten wie neuen Götter, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Das ist das ja. Boah, schaut euch bitte diese wunderschöne Drachenfeste an.
Meine Güte. Boah, das ist ja unglaublich. Gehen wir direkt mal rein. Einfach mal rein. Ach, wir haben immer noch einen Stufenaufstieg, ne? Bevor ich das jetzt vergesse. So war das, ne? Neue Stufe. Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob deine Gesundheit, Magika oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Verfügbare Talente werden in den Sternenbildern hervorgehoben. Wir gehen erstmal auf Gesundheit. Also wir kriegen 10 Punkte Gesundheit mit dabei. Okay. Ah, hier wird uns direkt angezeigt, dass wir Redekunst schon haben. Ach, und es steht doch drin, was bewirkt, ne? Aha, mit der Redekunst kannst du bessere Preise bei Händlern rausschlagen und andere dazu überreden, nach deinem Willen zu handeln. Es gibt einen Taschendiebstahl. Das ist natürlich die Kunst, um den Opfern heimlich die Taschen zu leeren. Ein erfahrener Dieb wird selten erwischt und findet eher wertvolle Gegenstände. Wir haben das Schlossknacken. Wir haben das Schleichen. Du bist beim Schleichen 20% schwerer zu entdecken. 0 von 5. Wir haben die leichte Rüstung. Mhm. Die Schießkunst. Einhändig, zweihändig, blocken. Blocken ist wahrscheinlich mit Schilden. Genau, schwere Rüstung, die Schmiedekunst. Schmiedekunst finde ich immer gut. Kann eine größere Vielfalt an einfachen Rüstungen in Schmieden herstellen und doppelt so effektiv machen. Ah. Ja, würde ich eigentlich schon gerne, ne? Da kommt der erste Punkt rein. Ja, also ich werde so oder so die Berufe mitnehmen. Verzauberungen. Je mächtiger der Verzauberer, desto stärker die Magie, die er an seinen Waffen und Rüstungen binden kann. Neue Verzauberungen sind 20% wirkungsvoller. Das ist schon... Feuerzauberer kann Waffenrüstung wirkungsvoller, Frostzauberer, Sturmzauberer. Eieiei, Seelengreifer. Todesstöße bei Kreaturen, aber nicht Menschen, entziehen dem Opfer 5% seiner Seele und lädt damit die Waffe auf. Was? Da, ui. Also damit kenne ich mich überhaupt gar nicht aus. Veränderung, Manipulation, Wiederherstellung ist die Heilung, Zerstörung sind die Feuer-, Frost- und Blitzzauber, die Beschwörung, da haben wir dann Tote erwecken und all so ein Kram, Illusion müsste Manipulation von des gegnerischen Geistes sein, da haben wir die Alchemie, von dir hergestellte Zaubertränke und Gifte sind 20% wirkungsvoller, Giftmischer. Gift auf den Waffen hält doppelt so. Grüner Daumen. Du sammelst 2 Zutaten von jeder Pflanze. Ja, ja, erfordert 100. Eieiei. Also es ist schon immens, ne? Es ist schon immens, was man da alles mitnehmen kann. Also Schmied so oder so steht fest, ganz klar. Oha, was ist mit dir jetzt los? Wir bleiben einfach mal stehen, ja. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgroof empfängt keine Besucher. Das ist klar, aber wir haben... Ja, die Nachricht über Helgen, über einen Drachenangriff, naja. Wir sagen lieber mal, dass Gerdo uns geschickt hat, ne? Flusswald ist in Gefahr. Als Huskarl befasse ich mich mit allen Gefahren, die dem Jarl oder seinen Leuten drohen. Ihr habt also meine Aufmerksamkeit. Nun erzählt. Oh, ein Drache hat Helgen zerstört, ne? Ihr wisst etwas über Helgen? Der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Kommt. Okay, das ist anscheinend die Leibwache oder so, ne? Eieieiei. Aber was für ein unglaublich schönes Gebäude. Aber das und vieles mehr sehen wir dann das nächste Mal. Bis dahin, Leute.